Servus, Grüezi und Hallo und recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei mir hier auf dem Kanal. Ich bin der Badenfarmer. Schön, dass du auch heute wieder dabei bist, wenn wir mit Ranger in Warlords of New York wieder versuchen werden, für Recht und Ordnung in den Straßen zu sorgen. So, wir sind hier im Safe House und nachdem wir ja, ich sage mal, die vier Unterabtrünnigen von Aaron Keener ja in den vorzeitigen Ruhestand geschickt haben, denn in der letzten Folge durften wir Kajika verabschieden, ja, müssen wir uns langsam darauf vorbereiten, dass wir uns Aaron Keener zur Brust nehmen. Aber das wird nicht ganz so einfach. Wir wissen, Aaron ist der Spezialist, er ist der Überflieger. Und da sollten wir ganz, ganz, ganz gut vorbereitet sein, wenn wir uns ihn, ja, schnappen wollen. Also das heißt, es gibt hier auf der Map, wir schauen mal kurz drauf, noch zwei Nebeneinsätze und die würde ich gerne mit euch spielen. Dann können wir nämlich unseren Kollegen hier auf Level 40 hochbringen und danach müssen wir definitiv unser Bild ein bisschen anpassen, unsere Fähigkeiten bzw. Fertigkeiten anpassen, denn wie gesagt, hier für den Haupteinsatz, da müssen wir dann gewappnet sein. Schauen wir mal hier. Ich habe mich extra hier in den Bereich gebeamt, in die Doyer Street. Wollen wir mal schauen, was dort als nächstes ansteht. Wir haben ein paar Leute nach Chinatown geschickt, um das Gebiet unter Kontrolle zu halten. Eine Patrouille hat die Cleaners bei seltsamen Aktivitäten im Untergrund beobachtet. Ich habe ihnen gesagt, sie sollen vorsichtig sein. Seitdem herrscht Funkstille. Die brauchen sicher Verstärkung. Wir kümmern uns darum. Und mit wir sind natürlich wieder ich gemeint. Naja, also ich nehme jetzt erstmal einen Schluck aus dem Kaffee, aus dem Kaffeetässchen. Aus dem Kaffeepott. So, und dann werden wir uns mal dahin begeben, wo wir gebraucht werden. So, schauen wir mal. Hier raus. Yep, okay, hier geht's lang. So, in der Zwischenzeit habe ich mich auch ein bisschen angepasst, was die Waffenstärke angeht. Sowohl das Schnellfeuergewehr als auch das automatische Gewehr habe ich angepasst, damit wir ein bisschen mehr Kampfstärke beweisen können. Also wollen wir mal sehen, was das Ganze jetzt hier in Action bringt. Okay, da drüben wird schon wieder geballert. Können wir uns schon mal ein bisschen warm schießen mit der AKM? Nein, das ist die AKM. So, hat auf jeden Fall jetzt ein bisschen mehr Feuerkraft. Das Maschinchen wollen wir auch mal testen. Okay. So, da hinten ist auch noch was. Oh ja. So, da müssen wir sowieso lang, so wie es aussieht. Zumindest mal grob. Also, es hilft nichts. Oh, oh, oh. Ah. Ich dachte schon. So, da herrscht noch nicht ganz Frieden. Da kommt noch einer. Okay. Elektronisches Gerät erkannt. Und wie immer hören wir uns mal an, was es hier zu hören gibt. Schließlich spricht ja Aaron Keener. Gibt's was Neues, Theo? Das System ist das totale Chaos. Die Codebasis war dank ISAC easy, aber es wird dauern, bis ich ein Steuerungsinterface bauen kann. Wie viel länger? Im Idealfall eine Woche. Wir haben keine Woche. Okay, ich schaff's vielleicht auch in 5 Tagen. Gut, sag mir morgen, wie weit du bist. Wir haben noch ein Problem mit dem Fernzugriff. Die meisten Funktürme sind ausgefallen. Wir müssen uns auf Satelliten verlassen und diese Systeme werden kaum gewartet. Was brauchst du? Ein Kommandozentrum. Irgendwo draußen. Schwer zu erreichen wäre gut. Verlassen am besten. Ich hab was. Sag mir, was du brauchst. Ich richte es ein.
Tja, auch das gibt einen kleinen Hinweis darauf, wo wir hin müssen als nächstes. So. Überall sind hier böse Buben. Chinatown, oh ja. Mit denen da oben ist auch nicht zu spaßen. So. Und hier lang. In die Gasse. Denn durch diese hohle Gasse muss er wohl kommen. Okay. Und da haben wir wohl die Dyer Street vor uns. Noch nicht ganz. Wir müssen wohl noch mal nach rechts. Okay. Let's go. Aha. Ich verlasse das Einsatzgebiet. Wo müssen wir denn jetzt lang? Okay. Wenn das irgendwer hört, bitte antworten. Steph? Hier, Paul. Wir hören dich. Wo bist du? Paul? Oh Gott sei Dank. Ich habe mich im Supermarkt im Untergeschoss versteckt. Halt durch. Hilfe ist unterwegs. Agent, gehen Sie rein und helfen Sie Steph. Sie ist total überfordert. Okay. Einer weniger, noch zwei. Such die anderen Ratten. Das war Thomas. Der Hurensohn hat ihn lebendig verbrannt. Hoffentlich können wir Steph und Petra noch retten. Schnell, Agent. Ja, jetzt hetz mich nicht, ja? So, gemach. Okay, was ist? Müssen wir wieder irgendwas ausschießen? Da ist, glaube ich, irgendwas, was blinkt. Ja, natürlich, die Stromversorgung wiederherstellen. Hätte mich ja auch vorher jemand darauf hinweisen können, ne? Alles muss man wieder selber rausfinden. Ah ja. Die haben aber auch echt nichts anderes den ganzen Tag zu tun. Mann. So. Wo geht's lang? Hier geht's lang. Ja, dann lassen wir es mal ein bisschen knallen. Okay. Spezialmunition. Aber gerne doch. So.
Dann gehen wir mal davon aus, dass es hinter der Tür jemand zu finden ist. Okay, wollte zwar ganz was anderes sagen, aber passt schon. Die Cleaners sind überall und verbrennen alles, was ihnen in die Quere kommt. Sie haben Thomas, aber ich glaube, Petra ist noch da draußen. Wir müssen sie finden und rausschaffen. Wir haben noch nicht verloren, Agent. Das ist noch nicht vorbei. Tun Sie Ihr Bestes. Tja, das tue ich doch eigentlich immer, oder? Oder erzählt hier irgendjemand was anderes? So, gibt es hier irgendwas noch einzusammeln? Bevor wir uns in den Kampf stürzen, wagemutig wie wir sind. Ah, gesperrt. Okay. Dann lass mich mal kurz überlegen. Ah ja. Na. Als hätte ich ein Déjà-vu. Als hätte ich das alles schon mal gesehen. Okay. So, das wird's aber nicht sein, weil hier haben wir... Na, also. Hier lang. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Naja, sie konnte es wieder mal nicht abwarten. Was haben wir hier? Ich habe aber das Gefühl, dass wir hier... Okay, da ist noch gesperrt. Gut. Yep. Jetzt wird ein Schuh draus. Anrückende Feinde entdeckt. Schützen Sie Steph vor diesen Psychos. Oh, da treibt sich einer rum. Ich bin bereit. Ah, Steph, warum läufst du da vorne rum? Tja, Freunde, durch diese hohle Gasse. Hatten wir das nicht schon mal? Solange ihr alle da schön in dem Fenster bleibt. Und? Bumm! Ich erreiche Petra nicht, aber sie könnte noch da sein. Material. Waren wir hier nicht schon mal? Drehen wir uns nicht ein bisschen im Kreis? So, und da lang. Rechts herum. Jetzt läuft sie mir vor die Flinte.
So, Spezialmunition für die AKM. Was haben wir hier? Medikit. So. Identität bestätigt. Headshot done. Steph, es tut mir leid. Nein, scheiß Cleaners. Sie waren nicht interessiert. Das haben sie nicht verdient. Agent, sichern Sie den Bereich. Wir können nicht weiter teilnehmen. Zusehen. Eintreffende Verstärkungsanforderung. Ups. So, weg mit ihm. Komm, komm, komm. Komm vor, trau dich. Ach, schade, zu spät. Ja, dann werden wir mal mit Stephanie sprechen. Was hat sie uns zu erzählen? Wie können die nur ruhig schlafen bei dem, was sie tun, wenn sie all diese Menschen töten? Leider konnten wir den Rest des Teams nicht retten. Ich schicke Leute, die den Ort sichern und die Leichen bergen. Sie haben getan, was sie konnten. Danke. Tja, war mir wie immer eine Freude. So, noch ein bisschen XP. Aber wir haben noch keine 40. Wir sammeln hier ein. Und dann schauen wir mal, was uns die nächste Nebenmission noch bringt. So, hier noch ein bisschen was, da noch ein bisschen was. So, nun. Und da gibt es noch was. Und irgendwas war hier noch. Ah ja, okay. So, hier drüben noch. Da hinten hat es noch was. Nichts verkommen lassen. Immer mitnehmen, bevor noch einer es klaut. So. Naja, sie kommt, denke ich, alleine zurecht. Ja, Augenblick. So. Augenblick, Augenblick, Augenblick. Warte, warte, warte. So. Ja, ja, ja. Nee, so. Und jetzt bitte lächeln. Dankeschön. Gut. Dann nehmen wir noch ein bisschen Wasser mit. Und dann werden wir das Einsatzgebiet verlassen. Gegner bewacht einen Ort in der Nähe. So, soweit, so gut. Ja, auch hier. Zack. So, jetzt schauen wir nochmal auf die Karte. Die Mission haben wir abgearbeitet. Dann werden wir jetzt mal zu dieser Mission gehen. Agent, das wird Sie interessieren. Rote Rauchschwaden über der JTF-Basis bei Castle Clinton, genau wie in der City Hall. Kinas Biowaffe. Ich bekomme keine Antwort von unserem Team dort. Verdammt. Sie müssen nach Überlebenden suchen und feststellen, wo die Infektion herkommt.
Ich schicke ein Aufräumteam, sobald es dort sicher ist. Wenn wir die Infektion irgendwie eindämmen wollen, müssen wir mehr darüber wissen. Jep. Und deswegen werden wir hier zu diesem Safehouse reisen und dann uns um diese Mission kümmern. So. Nein. Nein. Ich glaube hier rum. Ja, da geht's raus. Und dann gehen wir mal schnurstracks zum Yachthafen. Ich glaube, da findet das Ganze statt. Kilometer ordentliche Strecke, das heißt, da werden wir jetzt schnurstracks hingehen und uns nicht aufhalten lassen. So. Oh, die Jungs patrouillieren. Servus zusammen! Oh ja. Da müssen wir wohl kurz. Ups. System reaktiviert. Dich krieg ich. Ist es zu glauben? Sie haben ihn getötet. Ach was. Lenkt ihn von mir ab. Ich bin umzingelt. Helft mir. Ja. Da habe ich ihn doch tatsächlich umzingelt. So. Und weiter im Konzept. Wir möchten daran erinnern, dass wir dies für das Allgemeinwohl tun. Die Stadt wird immer noch von der Seuche heimgesucht. Aber nur bis wir alles dekontaminiert haben und etwas Neues aufbauen können. So. Diese anderen Dinge kümmern wir uns später. Jetzt geht's erstmal direkt zu Castle Clinton. Abwarten. Seit wir von dem Rauch wissen, habe ich keinen Kontakt mehr zur JTF in Castle Clinton. Das muss wieder eine von Chinas Biowaffen gewesen sein. Wir müssen die Überlebenden retten und herausfinden, wie die Infektion verbreitet wurde. Anscheinend sind die Cleaners schon da. Agent, schalten Sie sie aus. Hm. Dieser Befehl klingt irgendwie vertraut. So, die Buben sind da oben. Ups. Ey. Da wollte ich eigentlich hoch. Ups. Da wird ja scharf geschossen. Der Ursache der Kontaminierung.
Och nee, jetzt mischt ihr euch auch noch ein. Für euch war die Party aber nicht gedacht. Boah. So, das war eine kleine Nebenveranstaltung. Aber wir nehmen mit, was wir kriegen, Freunde. Denn wir werden eventuell das ein oder andere brauchen für den Endkampf, für Aaron Keener, damit wir auf jeden Fall gewappnet sind. Okay, welche Knarre? Jep, die ist geladen. Die nehmen wir mit. Also, wo müssen wir hin? Wir müssen da irgendwie da hoch. Das schaffen wir hier auf der linken Seite. Sehr schön. So, und an der Stelle machen wir einen kleinen Cut, denn wir haben jetzt 27 Minuten hier auf der Uhr. Und bevor wir hier jetzt reingehen, wo es so schön dampft und raucht und qualmt, bedanke ich mich recht herzlich bei euch fürs Zusehen. So, wie immer an dieser Stelle sage ich recht herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal wieder hier bei uns auf dem Kanal, bei mir auf dem Kanal. Und ich freue mich, wenn ihr wieder hier zuschaut zum nächsten Teil The Division 2 Warlords of New York. Ich sage Tschüss, ciao, cheerio, bis zum nächsten Mal.